Seit dem Tatort-Krimi mit Ulrich Tukur hält ja jeder den Edersee für ein ganz schwarzes Loch, für eine ganz, ganz finstere Gegend hier. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber das erste Problem, das wir haben, ist, dass der Edersee, man gibt das auch zu, eigentlich eine Edertalsperre ist. Und das hat natürlich Auswirkungen. Wir schauen uns das gleich mal an. Wie gesagt, eigentlich ist es ja eine schöne Gegend und nicht so düster wie im Tatort, jedoch. Was aber im Tatort so düster wirkte, schon hier das Strandbad, sieht in Wirklichkeit ganz freundlich aus. Selbst jetzt im Januar, wenn die Sonne scheint. Und da oben haben wir auch einen Teil des Waldecker Schlosses, das aber eigentlich eine Burg ist. Warum ich heute hier bin? Naja, reiner Katastrophentourismus. Heute soll die Sperrmauer überlaufen. Ich glaube da ja nicht dran, weil es hat ja gar nicht mehr so viel geregnet in den letzten Tagen und die Schneeschmelze, nun ja, das sollte eine Talsperre verkraften. Aber es zeigt, dass der See eine Menge Probleme hat. Der See kennt eigentlich 7 Probleme. Das ist erstens der Fakt, auf den ich schon hinwies, dass er nämlich eigentlich eine Talsperre ist. Zweitens die Bombardierung der Engländer im Zweiten Weltkrieg 1943. Und das dritte tragische Problem, das ist halt der Tatort mit Ulrich Tukur. Daneben gibt es aber noch 4 weitere große Probleme des Edersees. Denn die 4 größten und tragischsten Probleme des Edersees lauten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und sie haben sehr viel mit dem Wasserstand des Sees zu tun, denn wie meinte die eine von den 3 Schauspielerinnen, die immer dort in diesen merkwürdigen Serien herumtouren, ach, Martina Gedeck, sie müssen mal im Sommer hierher kommen. Aber das ist natürlich Quatsch, denn sie können zu jeder Zeit hier eine Katastrophe erleben, aber auch eine schöne Zeit. Ja, wer möchte nicht gerne sehen, wenn der See überschwappt, aber ich fürchte, das werden wir nicht erleben, denn still ruht der See, stiller geht's wohl nicht. Nein, das Hochwasser wird heute hier nichts ausrichten und es wird auch kein britischer Bomber kommen, so wie 1943, mit den entsprechenden Folgen. So bleibt uns zum Abschied nur die Feststellung, man wird wohl im Sommer noch mal wiederkommen müssen.